die beiden machen das 1-0. Der Viererkette, der Leingartner. Ja, hallo, und es geht gleich los am See. Die Bezirksliga Unterland 2012-2013 geht in ihre Saison. Der erste Ball von Steffen Lauser hoch in den Strafraum der Leingärtner auf Kresmir Stranka. Und nach 3 Sekunden schon der erste Eckball für die Adler. Gut, schauen wir uns mal an, wen Mario Maric und Viktor Enz heute auf den Platz schicken. Im Tor ganz klar Tobias Wöschel, die beiden Außenverteidiger Hamdi Ayili und Kevin Herrmann. Dann die Innenverteidiger Patrick Rapp und Ali Brim. Davor die zwei Sechserpositionen mit Timo Schwab und Steffen Lauser. Die zentrale Mittelfeldposition besetzt von Seba Öztürk, auf den Außenbahnen Marco Bickel und Kresimir Stranka und in Sturm Nikola Wintoniak. Ja, das ist unsere erste Mannschaft, so geht's heute los. Die Auswechselspieler noch Joachim Feitinger, Fabio Celentano, Leonardo Olivieri, Leodrim Aslani und Exxon Gashi. So, jetzt mal rein ins Spiel. Am Anfang starker Regen und auch einen starken SV Leingarten in den ersten 10-15 Minuten. Hier ist es Robin Stumm, der sich schön gegen alle Heilbronner durchsetzt. Ja, und dann nur knapp verzieht. Schauen wir uns gerade nochmal an. Die Szene hier im Zweikampf mit Patrick Rapp. Dann schön vorbeigelegt an Ali Brim. Ja, und nach 3 Minuten schon die erste große Chance für die Leingärtner. Den hätte er fast schon machen können. Gut, nach 10 Minuten... ändert sich das Bild ein wenig. Standardsituation für die Heilbronner. Seba Öztürk gibt auf Kresimir Stranka. Der zieht ab und ja, erstmal noch so 2 Meter am Tor der Leingärtner vorbei. 2 Minuten später Abschlag vom Tor der Heilbronner von Tobias Röschel. Weiter Abschlag bis hin in den 16er. Dann Nikola Wintoniak, der sich hier schön gegen Tobias Czok und Thomas Hagel durchsetzt, auf Kresimir Stranka zurücklegt. Der schön in die Mitte, da steht Seba Öztürk und wunderschöner Kopfball und mindestens genauso schön gehalten von Holger Meyer im Tor des SV Leingarten. Hier nochmal zu sehen, wunderschön reingegeben von Kresimir Stranka, sieht in der Mitte Seba Öztürk stehen, frei zum Kopf und dann mit einem Reflex von Holger Meyer kann das Einzel für die Adler in der 13. Minute gerade noch verhindern. Dann springt in die 19. Minute der SV Leingarten im Vorwärtsgang. Hoher Ball in den Strafraum. Tobias Röschel verschätzt sich und dann ein bisschen Nervosität in der Abwehr. Ball kommt nicht weg. Und wieder Robin Stumm, der hier auch Tobias Röschel alles abverlangt. In der 19. Minute schön gerade noch mit einer Hand über die Latte gelenkt. Gut, ein paar Minuten später in der 25. Standardsituation für die Adler. Torentfernung 25 Meter. Seba Öztürk, Kresimir Stranka aus dem Rückraum, zieht ab, bleibt aber auch in der Mauer hängen. Aber das ist, was die Heilbronner heute auszeichnet. Sie bleiben am Ball, sie machen weiter, schön durchgesetzt von Seba Öztürk. Dann Hamdi Ayili. Ball kommt zu Marco Bickel, der will auf den freistehenden Nikola Wintoniak in der Mitte zuspielen. Aber wieder Holger Meyer, der ihm den Ball kurz vorher noch wegschnappt. 2 Minuten später, der FC Union gewinnt den Ball im Mittelfeld. Steffen Lauser verletzt sich dabei, gibt aber auf Nikola Wintoniak. Da ist schöner Konter mit Seba Öztürk zusammen. Ja, und die beiden machen das 1-0 in der 27. Minute für den FC Union Heilbronn. Das erste Tor in der Liga. Seba Öztürk und Nikola Wintoniak auf Zuspiel von Steffen Lauser. Hier nochmal sehen, Öztürk bleibt am Torwart hängen. Es ist Wintoniak, der einschiebt zum 1-0. So, 8 Minuten später in der 35. Minute. Standardsituation für die Heilbronner. Eckball von der linken Seite getreten von Steffen Lauser. Ball kommt hoch in den Strafraum. Ja, und in Mitte ist es Nikola Wintoniak zum zweiten Mal. Vollkommen frei lassen sie ihn da 6 Meter vor dem Tor stehen. Und schöner Kopfball in den Eck am Torwart vorbei. Ja, keine Chance für den Keeper der Leingärtner in dieser Situation. Dann 5 Minuten später, langer Ball in den Strafraum der Gäste.
Und dann ist Kresimir Schlanga, der wieder abzieht, diesmal mit links. Und ja, sind circa 2 Meter am Tor noch vorbei. Ja, wir sind immer noch vor der Pause und die Städter drängen auf das 3:0. Steffen Lauser mit Traumpass auf Seber Öztürk. Der gibt schön zurück auf Marco Bickel, zieht ab. Ja, Midi vom Tor, kein Problem für Holger Meier. Ja, weiterhin 2:0. Heilbronner kurz vor der Pause. Ja, der anschließende Abschlag, abgefangen von Timo Schwab, rausgeköpft zu Kresimir Stranga. Und jetzt werden es einige Ballkontakte werden bis zum Abschluss. Stranga in den Strafraum auf Wintonjak, der auf Öztürk wieder rausgegeben. Auf Stranga, sicherer Aufbau. Hamdi Ayili. Dann raus zu Kevin Herrmann. Ja, fast wie im Handballspielen ist die Adler kurz vor der Halbzeit, warten bis zur Chance. Dann Steffen Lauser, Doppelpass mit Nikola Winterjagd, wunderschön gespielt und fantastisch abgeschlossen von Steffen Lauser, nur ganz knapp am Tor vorbei. Hier nochmal Winterjagd mit dem schwitterschönen Vorlage auf Steffen Lauser, der zieht direkt ab, nur knapp vorbei in der 43. Minute. So, letzte Sache in diesem Spiel, schön abgelegt von Winterjagd auf Öztürk, der geht in den Strafraum, kommt dort zu Fall, aber Schiedsrichter gibt keinen Elfmeter und weiter geht's. Und so bleibt es zur Halbzeit beim 2:0 für den FC Union Heilbronn gegen SV Leingarten. Und wir gehen gleich in die zweite Halbzeit. Ja, und die beginnt so, wie die erste aufgehört hat. Ali Briem kann den Ball blocken auf Marco Bickel. Der sieht Seber Öztürk, eine Drehung und schön direkt abgeschlossen. Und wieder Holger Meier im SV Leingarten, der hier wunderschön pariert. Ja, ich glaube, ohne ihn wird es hier mindestens 3 oder 4:0 stehen. Dann Abschlag vom Tor der Leingärtner. Weiter Ball. Briem. Dann der Gegner am Ball. Kommt zu Dominik Rieker. Der sieht wieder Robin Stump. Und der schließt direkt ab und Tobias Wöschel pariert ohne Probleme. So, dann Ali Briem. Freistoß. Weiter aus der eigenen Hälfte. Auf Nikola Wintonjak. Der zurück auf Steffen Lauser, geht dann nach vorne. Lauser spielt zurück auf Wintonjak. Der sieht den Schnittpunkt in der Viererkette. Der Leingartner auf Seber Öztürk. Und er macht das 3:0 am heutigen Tag. Hier nochmal schön zu sehen. Wintonjak auf Öztürk. Der wartet noch ein bisschen. Kein Abseits. Und das 3:0, das erste Tor von Seber Öztürk für den FC Union Heilbronn. Ja, hat er sich heute hochverdient. Schon einige hochkarätige Chancen gehabt. Ja, und der unermüdliche Nikola Wintonjak erkämpft sich den Ball gegen Julian Hauf auf Kresimir Stranga, der mit einem Zuckerpass auf Marco Bickel spielt in die Mitte, da ist Seba jetzt zurück und fliegt nur ganz knapp am 4:0 vorbei. Nochmal hier schön zu sehen, Seba Öztürk. Wunderschöner Spielzug. Dann die 66. Minute. Die Gäste mal wieder im Vorwärtsgang über Markus K. in die Mitte gelegt. Ja, aber da ist da niemand und der Ball läuft an Freund und Feind vorbei, bis Tobias Röschel ihn dann doch sicher aufnehmen kann. 68. Minute und die Leingärtner schon wieder im Strafraum. Der Heilbronner Briem kann klären, nochmal Stump, wieder Briem, der klärt. Und dann aus dem Rückraum Dominik Rieker, ja, knapp am Tor vorbei. Schöne Möglichkeit der Leingärtner. Dann 68. Minute, wieder Ali Briem kann klären mit einem, ja, eigentlich schon fast einem Pass auf Kresimir Stranga und der, ja, heute noch ein bisschen mit Abschlusspech wieder ein paar Meter am Tor vorbei. Dann wir sind in der 72. Minute, Fehler der Adler beim Spieler aus der Abwehr raus, leichter Schuss von den Leingärtnern, aber Tobias Röschel kein Problem. Dann wieder der heute unglaublich starke Ali Briem auf Timo Schwab, der sieht Seba Öztürk. Ja, diesmal rutscht er aus und plötzlich geht es in die andere Richtung. Die Leingärtner über Dominik Rieker schön hereingelegt auf Yannick Titzmann. Und er prüft Tobias Röschel und dann ist Ali Briem, der noch kurz klären kann. Ja, das hätte das 3:1 durchaus werden können. Dann langer Ball von Timo Schwab. Öztürk verlängert mit dem Kopf. Auf Nikola Wintonjak, der lässt den ersten stehen, den zweiten sieht eine Mitte. Seba Öztürk und der macht es ganz locker, das 4:0 für den FC Union Heilbronn in der 85. Minute. Torschütze, ja, Sebola Öztürk
Die beiden haben heute das Spiel hier absolut gerockt. Winternjagd 2 Tore selber gemacht, 2 vorbereitet. Und Öztürk mit 2 Toren gemacht und 1 vorbereitet. Hammer, was die zwei heute auf die Füße stellen. Ja, aber dann eine Minute später Kevin Herrmann mit einem kleinen Aussetzer, den dann sofort Yannick Titzmann ausnutzen kann zum Anschlusstreffer, dem 4:1 in der 86. Minute. Ja, Kevin Herrmann heute eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Dann ein Blackout und das 4:1. Dann verliert aber Marc Frank an der Außenbahn den Ball an Sebastian Öztürk, der auf Steffen Lauser, der sieht Sebastian Öztürk laufen, schiebt den Ball schön durch, alleine vor dem Tor, Sebastian Öztürk machte das 5:1 in der 89. Minute. Die Leingartner wollten noch auf Abseits reklamieren, wir lösen auf. Hier sehen wir es nochmal, die Ballabgabe von Steffen Lauser, Sebastian Öztürk nicht im Abseits, dadurch absolut regulärer Treffer. Schaut sich den Torwart noch aus und legt ihn dann wunderschön zum 5:1 ein. In der 89. Minute, ja, sein drittes Tor heute. Ja, wäre das 4:1 nicht gefallen, wäre es ein lupenreiner Hattrick gewesen. So, jetzt noch eine Situation. Freundlich wie wir sind, überlassen wir den Schlusspunkt den Gästen aus Leingarten mit einer wunderschönen Kombination. Und zum Schluss ist es Marc Frank, der noch einmal an Tobias Röschel scheitert, aber wunderschöne Spielsituation der Leingartner in der 90. Spielminute. Ja, und dann war Schluss am See mit 5:1 gewinnt der FC Union Heilbronn sein erstes Ligaspiel überhaupt. Und wir schauen mal, was Steffen Lauser dazu meint. So, und jetzt der erste Spieler geschrumpft in die Bezirksliga Niederrhein 2012-2013. Der FC Union Heilbronn gewinnt sein Auftaktspiel hier am See gegen SV Leingarten mit 5:1. Bei uns am Mikrofon jetzt Steffen Lauser. Ja, Steffen, was fandst du? Ich fand, es war ein sehr gutes Spiel von dir und auch von der Mannschaft. Sag selbst was dazu. Ja, ich denke, mannschaftlich war die ersten 10-15 Minuten, haben uns ein bisschen schwer getan, sind wir ein bisschen schwerfällig ins Spiel reingekommen, hat auch Gegner ein, zwei Chancen gehabt, aber ich denke, danach hat man die totale Kontrolle über das Spiel. Haben relativ viele Tore geschossen, war ganz gut rausgespielt, denke ich mal. Und ja, wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein. Das Gegentor ist sehr ärgerlich, vor allem so wie es gefallen ist. Das muss nicht sein, da müssen wir auch dran arbeiten, aber der Rest können wir eigentlich relativ zufrieden sein für heute. Ja, ich glaube, das Gegentor müsste wahrscheinlich Sebastian Öztürk derjenige sein, der sich am meisten darüber ärgert, zumindest sein lupenreiner Hattrick kaputt gegangen. Ja, was hättest du von unserem Stürmer oder von unserem Außenstürmer, Sebastian Öztürk, Nikola Winterniak, 5 Tore heute beide. Nico, 2 Tore selbst gemacht, 2 Tore vorbereitet, super Leistung. Kannst du auch zufrieden sein mit denen? Oder wie viel Spaß macht es, mit so Leuten zusammenzuspielen? Ja, weil wir haben beide ja relativ viel Potenzial, das man ja auch sieht. Heute hat man es auch gesehen, wir haben insgesamt 5 Tore, Sebastian 3, Nico 2. Ich denke, ja, man darf das jetzt nicht so hoch bewerten. Das war nur ein Spiel. Wir haben noch viele Spiele vor uns. Die Saison hat erst angefangen. Wir müssen weiter arbeiten. Das nächste Spiel geht bald bei 0-0 wieder los und da hat von beiden keiner ein Tor geschossen. Also wie gesagt, wir müssen schauen, dass die ganze Mannschaft torgefährlich vor allem ist, dass das nicht nur von 2 Spielern abhängt. Und ja, wie gesagt, beim nächsten Spiel geht es wieder von 0 los und so diese Woche wieder hart arbeiten. Und hoffen, dass es nächste Woche genauso ist, aber für heute können wir uns freuen und hat mich natürlich für beide besonders gefreut. Selber Arbeit, wir, Nico, haben die 2 Tore auch gut getan. Glückwunsch an beide. Gut, Steffen, dann bedanke ich mich schon recht herzlich bei dir. Wie gesagt, dein erstes Interview sehr gut gemacht, finde ich. Nächste Woche sehen wir uns wieder in Wüstenrot. Ich freue mich drauf. Was ist deine Einschätzung? Sehen wir da ähnliche Mannschaft, ähnliche Leistung, oder? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich kenne weder die Mannschaft noch kenne ich den Fußballplatz. Ich kenne gar nichts davon, aber ich kenne unsere Mannschaft. Ich weiß, wie viel Qualität wir in der Mannschaft haben. Und für uns ist einfach wichtig, dass wir uns auf uns konzentrieren, dass wir uns verbessern. Nicht nach den anderen schauen, sondern wirklich auf uns, nur auf uns schauen. Hart arbeiten diese Woche und dann hoffen, dass es in Wüstenrot ähnlich gut läuft. Aber wie gesagt, es geht bei 0-0 los und wir hoffen, dass es ähnlich gut läuft. Alles klar, gut, danke schön. Gerne. Lauser. So, hier ganz kurz der erste Spieltag der Bezirksliga Unterland im Überblick. Gleich gibt es auch noch die Tabelle und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Da geht es nach Wüstenrot zum FV. Bis dahin eine wunderschöne Zeit euch allen. Macht's gut, ciao. Der FC Union Heilbronn spielt und Sie können nicht dabei sein. Den Ball.
Lefzil, da ist Nikola Winterjahr, geht alleine, oder geht zu zweit, rüber auf Sebastian Öztürk, der bleibt am Tor sein, Nikola Winterjahr, und Tor! 1:0 und der Tor, warum sollten Sie nicht dabei sein können? Ihr könnt live dabei sein. Bei HNX-TV on Air. HNX-TV on Air, der Online-Radio-Livestream, überträgt alle Spiele des FC Union Heilbronn. Live, direkt, vor Ort. Nichts verpassen mit HNX-TV on Air. www.hnxtv.com